Herzlich willkommen bei Florian Friedrich, befreit und aktiv hier auf meinem Kanal. Ich begrüße euch ganz herzlich, freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute geht es um das Thema Lumboischialgien, Ischiasschmerzen, einschießende Schmerzen ins Bein. Ihr habt selber schon gehabt oder kennt vielleicht Leute, die Probleme haben, eure Eltern, Onkels, Neffen, Tanten, wer auch immer. Ein sehr verbreitetes Thema. Die Ursachen für Ischias-Beschwerden können vielfältig sein. Ich habe in meiner Praxis in den letzten Jahren wirklich alles schon gesehen und mich teilweise selber immer noch gewundert. Es kann sein, dass ihr ganz banal einfach muskulär Probleme habt, die auf den Ischias drücken quasi. Da ist ganz oft dann immer genannt das Piriformis-Syndrom, fester Musculus piriformis, feste Gluteen, wie auch immer. Ganz oft hat man eine Blockade im Iliosakralgelenk. Auch dazu kommt nochmal ein Video, wie gesagt. Und wenn sich das Iliosakralgelenk einseitig entzündet, habe ich tatsächlich schon echt gehabt, dass Leute richtig Ischias-Beschwerden wie bei einem Bandscheibenvorfall ausgelöst, bis in den kleinen Zeh runter hatten, mit Reflexausfällen, also wirklich neurologischer Beteiligung. Und das kann sein, es kann ein Bandscheibenvorfall sein, es kann eine Bandscheibenvorwölbung sein, es kann eine Nervenkanalverengung sein. Es kann wirklich so wahnsinnig viel sein. Deswegen ist mir das besonders wichtig, dass ihr wirklich, wenn die Beschwerden länger anhalten oder besonders neurologisch stark sind, wie Taubheit, Kribbeln, Schwäche im Fuß, solche Geschichten, wenn ihr sowas habt, wirklich lasst es abklären. Einmal vom Fachmann, vom Arzt und nicht einfach bei YouTube gucken, ich habe da Aua und dann euch von irgendjemandem zeigen lassen, was es sein könnte. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, weil ich habe schon alle Facetten in der Praxis gesehen und wie gesagt, bin selber teilweise immer noch überrascht, wenn ich ein MRT anfordere, ein MRT machen lasse und sehe, oh, da ist ja gar nichts. Da hätte ich Stein und Bein geschworen, da ist was. Von dem her, nicht zu fahrlässig sein, geht damit wirklich zum Arzt, schaut euch einmal, lasst euch einmal anschauen und dann kann er euch, der Arzt auch sagen, ja, das ist nur der Muskel, wir haben MRT beispielsweise gemacht oder er hat die Nerven neuronal durchgetestet, quasi alle Tests gemacht. Und wenn das passiert ist und ihr seid auf der sicheren Seite oder ihr wisst, ihr kennt das von eurem Körper, ihr habt das beim Sport manchmal durch zu viel Kreuzheben, Kniebeugen oder beim Yoga, durch irgendwelche Übungen, sei es wie auch immer, ihr kennt es und ihr wollt einfach nur was an die Hand bekommen, wie ihr das besiegen könnt, dann seid ihr heute hier genau richtig. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit der ersten Übung. Vorab sei gesagt, es kommen in der Folge auch noch andere Videos zu diesem Thema und es gibt einfach wahnsinnig viele Übungen dafür. Durchforscht mal das Internet, es ist alles voll mit Übungen. Deswegen habe ich euch einmal drei rausgesucht, die ich persönlich aus der Praxis heraus bei Patienten am effektivsten finde. Man kriegt die meisten Probleme dadurch heruntergefahren und darum soll es auch gehen. Wie gesagt, wenn es weiterführend ist, muss man sowieso erstmal zum Arzt gehen. Also, die erste Übung. Ihr braucht einen Hocker, einen Stuhl, wie auch immer, den ihr euch einfach positioniert, setzt euch drauf. Dann macht ihr Folgendes. Das Bein, das es geht, ich nehme in dem Fall das rechte von mir, überschlagt ihr über das andere und bleibt erstmal so sitzen. Jetzt ist ganz wichtig, dass eure Lendenwirbelsäule aufrecht ist, die Brustwirbelsäule auch aufrecht steht und ihr jetzt im Prinzip schon einen Stretch hier oben ins Bein herunter merkt. Jetzt greift ihr mit der rechten Hand in dem Fall das Bein, mit der linken Hand so im Fußknöchelbereich und macht im Prinzip eine Bewegung, die gegensätzlich ist. Das heißt, hier den Fuß ein bisschen hochziehen und hier das Knie ein wenig runterschieben. Wenn ihr das gemacht habt, fangt ihr an, euch leicht nach vorne zu legen und ihr werdet merken, es fängt ordentlich an zu ziehen. Das Ganze haltet ihr für 10 Sekunden, löst dann das Ganze. Auch hier Lendenwirbel soll wieder aufrichten, aus der Beugung rausgehen, löst das Ganze, dass ihr keinen Stretch mehr merkt und dann baut ihr dasselbe wieder auf. Also Knie herunter, Wirbelsäule nach vorne neigen in der Lendenwirbelsäule und dann haltet ihr das 10 Sekunden. Das darf ordentlich wehtun, das darf auch diesen Ischiasnerven ein wenig provozieren. Das heißt, es kann während der Übungsausführung ein bisschen ins Bein ziehen. Das ist eine Übung ganz klassischerweise, man wird es oft gefragt, darf das wehtun, soll ich lieber weniger machen? Nein, hier darf es ein wenig wehtun. Achtet darauf, dass beispielsweise nicht der Fuß einschläft oder ähnliches. Sollten solche Symptome auftreten, immer unbedingt zum Arzt gehen. Das Ganze macht ihr, wie gesagt, 10 Sekunden, löst das wieder und dann, wie ihr euch wohlfühlt, 8 bis 10 Mal würde ich empfehlen, das Ganze durchzuführen. Das ist sicherlich eine gute Wiederholungszahl. Nächste Übung. Ihr schiebt den Hocker beiseite, setzt euch auf den Boden,
Beine sind erstmal lang nach vorne ausgerichtet. Überschlag, ich bleibe beim rechten Bein, überschlagt das rechte Bein, stellt den Fuß neben dem linken Knie auf, umgreift mit der linken Hand und dem linken Arm das Knie und das Bein und zieht es im Prinzip in die Richtung hier rüber. Die rechte Hand fixiert euch hier am Boden und dann dreht ihr euch ein wenig auf nach rechts und zieht dabei das Bein nach links und geht richtig schön in den Stretch hinein. Auch hier ganz wichtig, Wirbelsäule, Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule aufrecht und dann dreht ihr euch in die Gegenrichtung, also das Knie nach links ziehen, den Oberkörper nach rechts gegen rotieren und auch das haltet ihr circa 10 Sekunden. Wie oft solltet ihr das machen? Auch wieder um die 8 bis 10 Mal. Jetzt habt ihr quasi zwei Bereiche schon abgedeckt. Ihr habt im Prinzip mit der Übung im Sitzen den Bereich des Piriformis abgedeckt, ein Muskel, der so im Gesäß quer verläuft und sehr oft sehr fest ist. Und als zweites habt ihr jetzt so ein bisschen die Gluteen, also die Po-Muskulatur gestretched, habt aber auch mit dieser Rotationsübung den Bandapparat und die faszialen Strukturen im ISG, im Iliosakralgelenk, gleich mit aufgedehnt. Das ist ein sehr wichtiges Gelenk. Viele von euch kennen das so durch einen Hexenschuss vielleicht. Kann es mal Probleme machen, ganz hoch akut. Da kommt auf jeden Fall nochmal ein ganz tolles Video zu mit Übungen, die ihr euch auch da selber helfen könnt. Und mit diesem Stretch habt ihr, wie gesagt, schon mal diese Strukturen, den Bandapparat aufgedehnt. Dritte Übung. Wieder, ihr bleibt im Langsitz, so heißt es, glaube ich, auf Fachsprache, sitzen und lehnt euch hier ganz locker zurück, stützt euch mit den Händen ab, aber auch hier 90 Grad in der Hüfte, das bedeutet, Lendenwirbelsäule ist aufrecht, Brustwirbelsäule ist aufrecht, ich stütze mich ein wenig hier ab. Und was ihr jetzt machen wollt, ist den Nerv, den Ischiasnerv gleiten zu lassen. Das bedeutet, wenn ihr euch ganz einfach vorstellt, wie eine lange Nudel, wie eine Spaghetti, die von hier unten bis nach oben hier in die Lendenwirbelsäule zieht, läuft dieser Nerv. Und ihr wollt ihn jetzt nicht ärgern im Sinne von, ich ziehe ihn und wackel mit dem Fuß und es schießt mir ins Bein, sondern ihr wollt ihn gleiten lassen. Das bedeutet, immer in eine Richtung führen. Das heißt, wenn der Fuß nach unten geht, geht der Kopf auch nach unten. Hier ist, wie gesagt, alles aufgerichtet. Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule. Und jetzt geht dahin, wo der Fuß hingeht, geht der Kopf auch hin. Das heißt, ich gehe in den Fuß nach oben in die Streckung, nehme den Kopf in den Nacken. Gehe da mit dem Fuß nach unten, wie aufs Gaspedal drücken und nehme den Kopf und das Kinn auf die Brust. Und das Ganze mache ich hin und her. Die Wirbelsäule ist immer gleich aufrecht und ihr geht nur hin und her mit Fuß und Kopf immer gleichzeitig bleiben. Das Ganze würde ich euch empfehlen, circa 20 Mal zu machen. Das heißt, diesen Wechsel der Bewegung ungefähr 20 Mal. 20 Mal Fuß runter. So als Richtwert, dann könnt ihr nichts falsch machen. 10 mal hoch, 10 mal runter, also 20 mal den Fuß unten und entsprechend auch 20 mal den Kopf in den Nacken legen. Macht diese Übungen, diese drei Übungen und ihr werdet im akuten Fall, wenn ihr diese Probleme habt, eine deutliche Linderung erfahren. Kleine Bonusübung. Jetzt nehmt ihr euch einen Ball, einen Faszienball, so eine Faszienrolle, was auch immer ihr zu Hause habt. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir machen das Ganze mal mit der Faszienrolle und mal nicht mit dem Ball. Kommt auch noch ein Video zu, was man mit dem Ball machen kann. Mit der Rolle macht ihr Folgendes. Ihr legt euch wieder oder setzt euch wieder auf den Boden und legt die Rolle auf die Wade, unter die Wade und schiebt euch ein wenig über die Wade herüber und wackelt dabei auch mit dem Fuß. Könnt ihr ganz unspezifisch machen. Einfach hoch und runter, während ihr rollt, auf nichts Besonderes achten. Wie ihr den Fuß in welcher Position halten sollt, wenn die Rolle in der Wade ist. Einfach nur rollen und Fuß hoch und runter nehmen. Dann macht ihr das Ganze nochmal ein wenig zur Seite gedreht, über die seitliche Wade. Auch hier geht ihr einmal schön rüber. Könnt auch hierbei den Fuß schön hoch und runter bewegen. Und dann macht ihr das Ganze rückseitig am Oberschenkel. Geht auch hier schön rüber. Den Fuß könnt ihr hier auch als kleinen Bonus mit hoch und runter bewegen. Das Wichtige ist aber hier dieser leichte Druck auf den hinteren Oberschenkel. Und als dritten Punkt nehmt ihr noch das Gesäß. Das heißt, ihr legt die Rolle auf den Boden, legt euch so seitlich hier drauf und fangt an, so seitlich das Gesäß auszurollen. So, einfach hin und her. Das könnt ihr nach Belieben machen. Da möchte ich euch auch keine Zeit vorgeben oder eine Zahl an Wiederholungen, weil das bringt nichts. Ihr selber steckt in eurem Körper drin. Ihr merkt, wenn es am besten ist, wann der Tonus
runtergeht, wann das Gefühl, der Schmerz besser wird. Von dem her, macht es einfach so, dass ihr ein gutes Gefühl habt. Mit einem Ball könntet ihr diese Übung am Gesäß auch machen. Der Nachteil vom Ball ist, ihr könnt an der Wade und dem hinteren Oberschenkel nicht so effektiv arbeiten wie jetzt mit dieser Rolle. Deswegen würde ich jetzt bei dieser Abfolge bei der Rolle bleiben. So, das war's auch schon mit dem Video. Und wenn es euch gefallen hat, ihr kennt es, kommentiert, liked, folgt, abonniert auf jeden Fall den Kanal, weil da kommen in Folge ab jetzt, wie gesagt, ganz, ganz viele Videos zu verschiedenen Themen. Und ja, wenn ihr Freunde habt, die Probleme haben, eure Eltern, schickt allen das Video, kommentiert unten herein und dann freue ich mich auf euren nächsten Besuch beim nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag und viel Spaß mit den Übungen.